Servus, grüß euch und ja, damit herzlich willkommen hier zu einer neuen Mod-Vorstellung hier im LS22. Und ja, heute möchte ich euch mal etwas Neues zeigen, und zwar einen Fermenter-Silo. Und ja, hier kommen erstmal die Fakten, würde ich sagen. Wir gehen ins Baumenü, gehen hier unter. Wo haben wir es denn? Produktionen. So. Genau, hier ist der Fermenter. Kostet schlappe 350.000 Euro. Und ja, was könnt ihr damit machen? Jeder wird sich's denken und kennen. Im Fermenter wird aus Gras bzw. Häckselgut Silage hergestellt. Produktion pro Stunde ungefähr 2.000 bzw. 5.000 Liter. Und wir haben Fixkosten in Höhe von 250 Euro. Die aktiven Produktionskosten liegen entweder bei 15 oder bei 50 Euro. Das hängt damit zusammen, dass man wählen kann, ob es nun langsam fermentieren soll oder ob hier wirklich mit Vollgas fermentiert wird. Und ja, was haben wir an Kapazität? 1,2 Millionen Liter. Und der ganze Mod ist vom FedAction bekannt aus der nordfriesischen Marsch. So, hingestellt haben wir das gute Stück schon mal. Deswegen brauchen wir jetzt kein neues aufstellen. Ihr könnt das Ganze drehen und wenden, wie ihr wollt. Und euch das so anpassen, wie ihr es braucht. So, ich habe da schon mal ein bisschen was vorbereitet. Wir werden hier gleich mal eben den Traktor schnappen. So. Ich stelle mir nochmal eben schnell meine Hilfsmittel hin. Das habe ich nämlich jetzt gerade vergessen, wie ich sehe. Produktion. So, wenn ich jetzt wüsste, wo ich das habe. Da ist es. So, dann können wir nämlich auch schon loslegen. Wir haben hier einen schönen Test. Spielstand. Wir werden das Ganze jetzt mal einmal ausprobieren. Und zwar brauchen wir. Wo haben wir es denn? Häckselgut. Wir fangen mal mit Häckselgut an. Wir nehmen mal einen ganzen Anhänger voll Häckselgut. So, rucki-zucki ist das voll. Und laden das Ganze jetzt mal eben hier ab. Man kann da also auch wunderbar durchfahren, wie man sieht. So. Kippen das Ganze hier mal schnell ab. Unser Menü haben wir auch. So. Überladen starten, jawohl, das machen wir doch schon mal. Okay, wir sollten vielleicht den Schieber gleich mal ändern auf die komplette Klappe, sonst dauert es nämlich Ewigkeiten. Aber man sieht, er lädt es hier so wunderbar ab. Und wir gucken uns das Ganze jetzt mal an hier im Menü. So, Produktionsstätte wollen wir verwalten. So, gucken uns das Ganze an. Genau, wir haben jetzt hier verschiedene Möglichkeiten. Wir haben Gras oder Häckselgut als eingehende Güter. Ausgehend ist natürlich Silage. Hier haben wir jetzt die Möglichkeit, das Rezept auszuwählen. Das heißt 2000 Liter.
Kosten pro Stunde 15 Euro. Dann haben wir hier halt die zweite Variante, das Gras und Hexelgut. Dann haben wir die teurere Variante, Kosten pro Stunde 50 Euro. Da geht natürlich ein bisschen mehr Durchsatz, 5000 Liter pro Durchlauf hier. Und das Ganze natürlich auch für Hexelgut. So, das heißt, wir können maximal in Summe 7000 Liter durchjagen. So, und wir werden das Ganze jetzt mal gucken. Wir nehmen jetzt mal die schnelle Variante. Hexelgut in schnell. Aktivieren das Ganze einmal. Und man sieht, er fängt hier schon an. Die ersten 5 Liter sind auch da. Wir wollen das Ganze natürlich behalten. Und in der Zeit, wo er jetzt hier schon anfängt, werden wir uns dann schon mal die nächste Variante holen. Probieren das Ganze nochmal eben mit ein bisschen Gras. Auch dafür nutzen wir natürlich wieder mal unser kleines Hilfsmittel hier. So, Hexelgut. Jetzt brauchen wir Gras. Heu funktioniert natürlich nicht. Nur mal das nebenbei gesagt. Jetzt füllen wir das ganze Gras eben einmal auf. Und so, Absperrung, Abkippseite nach hinten, damit das Ganze auch ein bisschen zügiger geht. Das Ganze einmal wieder ausladen. Okay, also da sollte man ein bisschen weiter vorfahren, damit er nicht oben ansteht. Learning by doing hier. Und dann werden wir uns hier schon mal drunter stellen. So, er zeigt uns auch schon den Befülltrigger an. So, Produktionsstätte verwalten. Jetzt gucken wir noch mal das Gras können wir dann natürlich auch aktivieren. Und auch dann fängt er schon an zu laufen. Und man sieht, es geht jetzt hier schon natürlich einiges entsprechend durch. Man kann natürlich hier schauen, erstmal nach und nach schön anfüllt, bis man eine gewisse Menge drinne hat. Und schaltet das Ganze dann natürlich ein. Und kann dann wirklich das Ganze fermentieren lassen. Und ich lasse jetzt mal schnell die Zeit ein bisschen vorspulen. Wenn er es dann mag. Aber ihr könnt es auch so probieren. So, Füllung einmal starten. Wir wollen jetzt natürlich kein Gras haben. Wir wollen auch kein Hexelgut. Wir wollen die Silage. So, und man sieht, wir haben tatsächlich schon die erste Silage drinne und können das Ganze jetzt natürlich dann verkaufen fahren. Ja, ich würde sagen, wenn es euch gefallen hat, ist ein sehr einfacher und auf jeden Fall effektiver Mod, dann schaut gerne in die Beschreibung, den Link natürlich wieder wie gehabt. Und ja. Ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal bei einer nächsten Vorstellung. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao und pfiat euch.